Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim, meine lieben Freunde der hämmernden Tasten. Und wir befinden uns hier bei Maras Auge, jedenfalls die Höhle, die so heißt. Und ja, wir hatten hier diesen kleinen Sumpf, Tümpel, wie hieß es nochmal? Hab ich ganz vergessen, wie das Ding nochmal hieß. Entdeckt und haben ein paar Schlammkrabben getötet. Hier liegt zum Beispiel eine. Und ja, lange Rede, gar keinen Sinn. Rein da. Ich bin mal gespannt, was uns da drin erwartet. Also ich habe das... Da war ich selber auch noch nie drin gewesen. Also ich habe gerade keine Ahnung, worauf wir uns einlassen. Oh. Klingt ja schon mal einladend. Der Punkt ist der, an sich erwarte ich aber hier Leute. Ist da hinten einer? Da, okay. Jetzt ist die Frage, sind die gut oder böse? Ich kann es halt echt nicht einschätzen. Wir könnten die gerade sowas von geil killen. Also ohne Mist, die pennen hier alle. Wir töten die jetzt. Junger Vampir, ja. Vampire sind meines Wissens immer negativ. Also die sind immer böse auf einen. Geht sie noch irgendwo weiter oder? Hier geht's runter. Eben zum Wasser. Geht's bestimmt noch weiter. Aber erstmal schauen wir uns jetzt kurz hier oben um. Schmuggler. Der hat wahrscheinlich zuerst hier drin gehaust, der Schmuggler. Deswegen die ganzen Waren hier. Gold, Vampirstaub, Unsichtbarkeit, über Hawker-Angriffe. Wie man einen Hawker-Angriff überlebt. Ja, indem wir es einfach machen. Ganz einfach. So. Magiker regeneriert sich. Da es nicht zwiegt, würde ich gerne... Einen Moment bitte. Mein Computer macht mal wieder hier Sachen. Da es nicht zwiegt, nehmen wir das einfach mal mit. Das können wir vielleicht dann irgendwo mal gut verkaufen. Jetzt haben wir sie ganz nackt gemacht. Kannst du froh sein, dass dein BH keine Zauberkraft hat? Den würde ich mir anziehen. Unsterbliches Blut. Was haben wir denn? Mond und Stern hat sich in dieser Nacht vor allem. Es wirkt jetzt aber nicht so, als hätte das hier damit zu tun gehabt, ne? Oder? Ihr könnt mir im Nachhinein in den Kommentaren, wenn sich das jemand durchliest, kann er mir im Nachhinein in den Kommentaren sagen, ob das jetzt wichtig gewesen wäre zu lesen oder nicht. Brauchen wir nicht. Können wir das unten auch noch? Nee, okay. Die drüben haben wir auch noch einen. Der ist ja aufgestanden. Des Ritters. Fertigkeit schwere Rüstung für 60 Sekunden um 10 Punkte. Die nehmen wir auch noch mit. Pfeile. Gut, gut, gut. Was haben wir hier noch? Ein Geldbeutel. 25 Gold, immer gut. Gold, Gold. Also, oh. Da, das sieht doch jetzt Schmuggler-Tagebuch. Da setzen wir uns jetzt auch mal ganz kurz hin. So, und das lesen wir uns jetzt auch mal zusammen durch. Ist auch nicht viel, oder?
Nö, dieser Krieg ist nicht so gut fürs Geschäft, wie ich dachte. Klar ist die Bezahlung gut, aber die Transporte sind mit all den zusätzlichen Soldaten auf den Straßen schwieriger und es ist nicht leicht, Aufträge zu finden, die das Risiko lohnen. So wie unser aktueller Auftrag. Da heuert uns ein Kerl an, ein paar Kisten zu transportieren, ohne groß Fragen zu stellen. Also bringen wir die Waren hierher und ich werfe einen Blick in die Kisten, nur um zu wissen, worauf ich mich da eingelassen habe. Und was finde ich? Leichen! Dieser Dreckskerl lässt mich Leichen transportieren. Tja, ich habe ihnen ihre Juwelen und ihr Gold abgenommen. Also ist er der Geld... Ach, ist er der Gelackmeierte. Schönes Wort. Der Gelackmeierte. Wie jetzt, in den Kisten sind lauter Leichen drinne. Okay, krass. Irgendwo Kopf. Ah, Salz, sehr schön. Ey, nimm doch alles mit. Alles nehmen. Ist hier irgendwo ein Kopf oder ein Fuß? Salz, Salz. Zaubertrank der Ausdauer. Da unten haben wir dann noch eine Truhe. Hier haben wir einen leeren Sack. Hier drüben haben wir noch eine Truhe. Lehrling, die kriegen wir drauf. Das wäre doch gelacht. Zack. So. Ja, geil. Wir knacken Schloss, um Dietriche zu bekommen. Und Gold, 68. So eine große Truhe. Und was ist drinne? 5 Dietriche und 68 Gold. Ey, ist ja klar. Es lohnt sich voll. Die Truhe war bestimmt mega schwer. Wacholderbeeren. Sehr schön, 4 Stück. Wissen wir noch nichts drüber. Großer Sack, Karotten. Großer Sack, Kohl. Leeres Fass und ich guck trotzdem rein. Okay, ach komm. Geronimo! Hier fühlt sich jetzt auch nichts angelockt, oder? Hier haben wir die Truhe. Orkischer Bogen. Ja. Macht gleich mal plus 3 Schaden. Ist nicht schlecht. Gold, Halskette der geringen Schmiedkunst. Waffen und Rüstung können um 12% verbessert werden. Okay. Pilzstiefel können drinnen bleiben. Da kann sich dann irgendein anderer Freund, der hier mal vorbeikommt. Oh, ihr Pilzstiefel gefunden. Ist das schön. So, dann nehmen wir das hier nämlich weg. Favorit entfernen. Und nehmen den orgischen Bogen mit. So. Aber mehr ist hier nicht. Das. Ich dachte, das wäre ein Hebel. Das ist Maras Höhle. Da, wen haben wir denn hier? Wächter von Stendar. Eine Fackel ist immer gut. Der hat ordentlich Tränke dabei. Giftresse. Oh, sehr gut. Gleich mal lesen. Distel und Falmerohr. Die Distel. Das lohnt sich doch immer wieder. Novizenrobe der Wiederherstellung. Oh, da guck mal an, du. Novizenkapuze. Amulett von Stendar. Das Block mit einem Schild absorbiert 10% mehr Schaden. Ja, leider haben wir kein Schild. Aber kann man verkaufen. Tunika mit Gürtel. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Aber wir hatten bessere Kleidung, glaube ich, an. Steigert Magika um 30. Den Helm würde ich gerne aufbehalten. Wir könnten zwar jetzt hier diese Novizenkapuze aufsetzen. Einen Moment. So sehen wir so aus. So sehen wir so aus. Was ein Satz. Kleidung. So besser. Sieht schon ein bisschen... Na, wir bleiben dabei. Wir tragen jetzt mal das. Man muss ja auch immer mal wechseln. Ja, haben wir wieder Herstellungszauber, kostet 12% weniger Magika. Magika regeneriert sich 50% schneller. Und hier haben wir ja Zerstörungszauber. Und die Zerstörungszauber sind mir aber wichtiger. Und daher behalten wir das an. So, das hier können wir mal öffnen. Wenn da... Boah, ich hatte es doch schon. Wenn da jetzt nicht ist... Hallo? Ist hier was? Menno. Ah, hier muss doch was sein. Das kann doch jetzt nicht alles sein. Hier muss es doch irgendeinen Geheimweg geben, oder? Ah, hier haben wir zum Beispiel so einen Toten. Einen großen Sack.
Karotten brauche ich aber nicht. Ah, jetzt ist doch mal... Hier haben wir auch nur das Feuer. Mehr nicht. Ah, Svenja, mein Lieben. Jetzt sieht ihr nur noch Simba in meinen Arm. Okay. Ja, Lydia, ich komme schon runter. Die ist gerade total verwirrt. Die weiß nicht, wo sie hin soll. Gut, ja, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Tja. Dann eben nicht, dann haben wir es schon. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Aber was will man machen? Die Frage ist jetzt gerade, ob wir vielleicht doch nochmal nach Windhelm jetzt zurückkehren und gucken. Wunderschönes Geräusch. Das nervt gerade ein bisschen. Ob wir jetzt doch nochmal den Weg nach Windhelm zurückgehen. Wo ist denn jetzt Wind? Da drüben. Großer Umweg wäre es nicht. Nee, schnell Markierung setzen. Um die Sachen zu verkaufen. War das jetzt der Wind oder was waren das jetzt? Boah, ich bild mir halt auch Sachen ein. Das ist der Wahnsinn. Hier in der Wildnis greife ich doch lieber gleich zu unseren guten Flammen. Da wird uns warm ums Herz. Ist das jetzt ein Weg hier oder ist das jetzt kein Weg hier? Ah, hier kommen wir zu dem Weg. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo wir sind. Das ist gut. Was haben wir denn noch da oben? Eine kleine Festung. Wollen wir uns die auch noch fix anschauen? Komm, das machen wir jetzt in der Folge noch. Hallo, jemand da? Movuns Car. Da hat sich doch... Hat sich da nicht gerade was bewegt? Hm, ach nee, jetzt muss ich ja hier unten gucken. Ist ja der orkische Bogen. Oh, 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 weg hier, weg hier, weg, 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 weg. Wow. Das ist aber nicht nett. Nicht draufdrehen, haben wir uns verstanden. Sehr gut. Da ist jedenfalls jemand. Ah, wieder falscher Knopf, verdammt! Beschwöre Novizen. Das war schon alles? Wirklich? Verdammt! Wow, da. Wow. Gut, den konnten wir gleich eliminieren mit Pfeil und Bogen. Lydia, du machst das gut. Seid ihr zum Sterben? Ihr könnt euch meine Macht doch nicht einmal vorstellen! Komm, 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 komm. Funktioniert's? Nein. Nicht so wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Unerbittliche Macht. Dann setzen wir jetzt mal Magika-Verstärken ein. Und jetzt kommen wir mal mit unseren Flammen hier um die Ecke. Vor allem, wenn es Eismagier sind. Wow, 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 ein Moment. Wer ist hier jämmerlich? Ah, ich weiß wie. Und jetzt Angriff. So. Krass, Zombie erwecken. Magierrobe wieder. Die können wir schön verkaufen. Lydia.
Oh, bitte lass es Lydia gut gehen. Ach, hier bist du ja schon. Puh, bin ich beruhigt. Bin ich beruhigt. Aber es war, glaube ich, gar nicht so schlecht an sich. Nur, dass ein paar Pfeile bisschen hätten besser... Bisschen besser hätten treffen können. Aber ansonsten... Aber uns haben doch hier drei rausgejagt. Okay, irgendwann habe ich die Übersicht verloren. Ich habe mich nur auf die Gegner konzentriert. Also, wenn hinter mir eine Schlucht gewesen wäre, ich wäre runtergefallen. Definitiv. Okay, gut. Aber da werden noch mehr da drinnen sein. Oh, nein. Boah. Daran habe ich jetzt nicht mehr gedacht. So, hier hat auch Lydia genau den Feuermagier. Wir werden gleich etwas abwerfen müssen. Weil selbst die Magier oben irgendwann in der Menge doch zu schwer werden. Aber vor allem, wenn wir halt da zu den Magiern gehen, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Die freuen sich dann darüber. So, waren das jetzt erstmal alle hier draußen. Drinnen werden uns bestimmt... oh Gott, das ist eine große Festung. Okay. Also drinnen werden uns sicherlich auch noch einige erwarten. Frage bloß, wie viele, aber wir können die eigentlich recht gut. Wir können das schaffen. Definitiv. Die größte Sorge besteht bei mir immer hinsichtlich Lydia. Ich habe dann immer Angst, dass ich sie töte. Also hier oben gibt es anscheinend schon mal nichts mehr. Wo ist denn jetzt hier? Wo ist denn der Eingang hin? Haben wir hier. Krug brauchen wir nicht. Umgekippter Stuhl. Drüben war doch der Eingang, oder? Hui! Da. Okay. Morwunds Car. Schauen wir uns mal an, was uns in Morwunds Car erwartet in der Festung. Genau, dann machen wir das jetzt hier. Mal gucken, ob wir das vielleicht jetzt noch in den Minuten hinbekommen hier in dieser Folge. Weiß ja nicht, wie tief das da, wie viel das da drin ist. Wupp. Ich bin es aber noch gewohnt, nach da oben zu gehen. Hier ist schon mal niemand. Eine Holzschale brauchen wir nicht. Sonst brauchen wir von hier aus jetzt auch nichts. Von hier aus, von hier. Hier sind doch bestimmt noch Gegner drin. Boah, ey, die Geräuschkulisse ist auch der Wahnsinn. Sie saufen Tag und Nacht. Und ich? Was ist mit mir? Jawohl. Was war das? Oh, hey! Ich glaube, der ging mitten ins Herz. Waren die zwei, die sich unterhalten haben, oder? Jo. Schmiede sind wir angekommen. Salz, Magierrobe. Wo ist die andere gelandet? Da. Raserei. Ich finde mal ordentlich Bücher. Wo stimmt ein Moment? Lydia? Bin immer noch da. Das ist schön.
Ich möchte einige Dinge mit euch tauschen. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Du bist so lieb. Ich hab dich echt schon ins Herz geschlossen. Wie gesagt, mit Fender war ich auch sehr zufrieden. Versteht mich da echt nicht falsch. Aber ich wollte halt auch mal was Neues. So, du kannst hier mal diese Eisenkriegsachse des Entziehens. Gewicht 11. Geben. Was habe ich denn bei Sonstiges noch? Irgendwie was Schweres dabei? Oh, beschädigtes Buch. Ehrlich, eh. Das habe ich außersehen mal mitgenommen. Hier, Feuerholz. Dieses dumme Feuerholz. Nimm es mal bitte mit. Okay. Gut, jetzt haben wir eigentlich das reicht schon. Geht ihr voran? Jo. Leere Weinflaschen, die haben sich sehr gut gehen lassen. Werkbank. Können wir aktuell was machen? Getrag. Rüstung schmieden. Wähle einen Gegenstand zum Verbessern. Aber davon tragen wir gerade nichts, oder? Kann das sein? Dom, dom, dom. Ja, mach's doch noch lauter. Ehrlich, ey. Weißt du? Ist ja nicht so, als wären hier eventuell noch Gegner. Okay. Geil schaut's schon aus. Das können wir alles herstellen, aber... Also könnten wir. Wir haben ja aktuell nichts. Wir könnten nur beim Schmuck was herstellen. Aber das lassen wir mal. Ja. Ich bin eingesperrt. So. Diese Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Finde ich jetzt nicht nett. Finde ich jetzt nicht okay. Jetzt müssen wir hier runter, deswegen. Hallo? Hallo? Jemand da? Oh oh. Spinnenfäden gefallen. Aber gut, in alten Gemäuern ist es jetzt nicht so merkwürdig. Aber wenn davon jetzt gleich noch mehr kommen, sollten wir uns Gedanken machen. Ey, lauter leere Weinflaschen, ey. Ihr habt es euch gut gehen lassen, ey. Ihr Schweine. Was erwartet uns hier unten? Keine Sorge, es ist keine Abmoderation. Wir machen das jetzt hier noch. Versuchen das jetzt hier noch zu Ende zu bekommen. Gold? Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Ja, hast du nie. Also wenn du mal ein gutes Gefühl hast, dann haben wir echt einen guten Tag erwischt. Heiliger Bimbam, wo sind wir denn hier gelandet? Na holla die Waldfee. Moment. Mit der Fackel lässt es sich doch hier hinten ein bisschen einfacher sehen, aber gibt gerade nichts zu sehen. Deswegen können wir wieder zum orkischen Bogen greifen, weil hier hinten haben wir genug Licht. Hier hinten geht's hoch. Ah. Verdammt! Etwas gehört? Nein! Lydia! Geh mir aus dem Weg! Hier drüben! Verdammt! Ist das alles, was ihr könnt? Boah! Eure Fleißen hat keinen Platz hier! Wow, 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 wow! Vier! Vier Magier! Verdammt nochmal! So, aber. Ich muss jetzt einfach nur ein bisschen besser zielen. Verdammt, nur weil ich die nicht getroffen habe. Da hätten wir schon einen weniger, ey. Die ist weg. Wo kommst du her? Verdammt, wo kamst du jetzt her? Wir
brauchen ein engeres... So. Boah. Nein! Euer Ernst? Die kommt da hervorgeschossen. Die kann doch gar nicht wissen, dass wir da sind. Oh. So ein Bullshit. Nein. Oh, das kann doch nicht euer Ernst sein. Jetzt sind wir hier wieder. Was? Da haben wir die wahrscheinlich jetzt noch nicht erledigt. Okay, gut, das müssen wir jetzt aber dann in der nächsten Folge dann nochmal neu angehen. Aber das schaffen wir locker. Also wenn wir die mit so einem Bogenschuss da erledigt bekommen, dann beim nächsten Mal konzentrierter. Draußen haben wir richtig gut geschossen. Hier drinnen nicht so Bombe. Machen wir in der nächsten Folge besser. Dann, wie oft ich immer, meine Abmoderation, die dauern immer ewig. Und jetzt zieh es schon wieder weiter hinaus und jetzt zieh es weiter hinaus. Ich zögere es immer weiter hinaus. Danke, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal bei Skyrim.